Mein Name ist Silke Gartenbrücker und ich leite die Gemäldesammlung im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig. Ich möchte Ihnen eines unserer bekanntesten Gemälde vorstellen, das Mädchen mit dem Weinglas von Johannes Vermeer. Er lebte 1632 bis 1675 in der holländischen Stadt Delft, damals Zentrum von Handwerk, Handel, Kunst und vor allem auch der Wissenschaft. Unser Gemälde kam schon sehr früh in unsere Sammlung. Es wurde um 1700 von Herzog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel erworben, der eine ausgezeichnete Kollektion holländischer Malerei besaß. Man nennt Vermeer manchmal Sphinx von Delft, denn der Künstler und seine Schaffensweise bleiben bis heute etwas rätselhaft und bis heute ist die lebendige Diskussion über die inhaltliche Bedeutung seiner Gemälde nie abgerissen. Weltweit gibt es nur 36 Gemälde von Vermeer. Auf seine Schaffenszeit bezogen wären das nur 2 bis 3 Bilder pro Jahr. Natürlich sind wir sehr glücklich, eine dieser Kostbarkeiten zu besitzen. Faszinierend ist die strahlende Leuchtkraft, die Klarheit und Intensität seiner Farben. Darin ist Vermeer unvergleichlich. Unser Gemälde zeigt eine galante Szene mit einer Dame und 2 Herren in der Ecke eines Raumes mit Buntglasfenster. Das Mädchen sitzt an die vordere Bildebene gerückt, wendet seinen Blick zu uns und lächelt uns direkt an. Hinter ihr steht ein Herr, noch im Mantel. Anscheinend ermuntert er sie zum Weintrinken. Jedenfalls hat sie ihr Glas grazil erhoben, wie es sich für eine feine Dame gehört. Unterhalb des Fensters ist auf einem Tisch ein Stillleben mit Delfter Fayencekrug, weißer Serviette, Silbertablett mit Zitrusfrüchten und einem eingerollten Papier drapiert. Dahinter sitzt der 2. Herr, den Kopf auf die Hand gestützt. Langweilt er sich? Ist er eingenickt? Möglicherweise hat Vermeer sehr lange mit den Kompositionen seiner Bilder experimentiert. Er benutzte oft die gleichen Zutaten in verschiedenen Werken. Neben unserem Mädchen mit dem Weinglas gibt es eine wohl etwas frühere Version in der Berliner Gemäldegalerie. Bis in Details hinein finden wir verwandte Motive, wie das prominente Buntglasfenster mit dem Wappen. Hinter der überzeugenden Raumillusion und der fesselnden Lichtwirkung unseres Gemäldes steckt eine gekonnte Täuschung unserer Wahrnehmung. Den Eindruck eines tiefen Raums erreicht der Künstler mittels des zum Hintergrund rasant verkürzten Schachbrettbodens und mit dem starken Helligkeitsverlauf auf der Rückwand. Und auch die übersteigerten Größenverhältnisse der Figuren tragen dazu bei. Würde das Mädchen aufstehen, so wäre sie mit ihren überlangen Beinen riesengroß. In ihrem roten Kleid springt sie uns sofort als Hauptperson des Geschehens ins Auge. Aber was wird eigentlich erzählt? Das Bild gehört in die Gruppe der damals typischen Genrebilder, die oft eine moralisierende Botschaft vermitteln sollten. Wir kennen sie von Kollegen Vermeers wie Pieter de Hoogh, Jan Steen oder Gerard ter Borch. Es geht darin oft um die deutliche Warnung vor Sittenverfall, vor verlorener Unschuld, Ehebruch, Faulheit und anderen Lastern, die zum Verlust von Ehre und Ansehen führten. Sehr wichtige Kategorien in der stark von protestantischen Glaubensrichtungen geprägten holländischen Gesellschaft. Ein drastisches Beispiel bietet unser Gemälde Der Soldat und das Mädchen von Gerrit van Honthorst, bei dem die erotische Verführung auf ein bekanntes niederländisches Sprichwort verweist. Sinnliche Liebe bietet doppelte Gefahren, sie verbrenne oder beschmutze die Seele, ähnlich wie die glühenden Kohlen. Ebenso eindeutig wird es in der Bordellszene von Jan van Beilert. Liebe gegen Geld und der daraus entstehende Streit mit der Kupplerin sind unmissverständliche Warnungen, sich von solchen Kreisen fernzuhalten. Bei Vermeer scheint die Sache etwas anders zu liegen. Seine Interpretationshinweise bleiben offen, lassen Spielraum. Wird sich die junge Frau von dem Herrn mit maliziösem Gesichtsausdruck betrunken machen und verführen lassen? Bequem scheint ihre Lage nicht. Das teure Kleid, wie man es nur zu ganz besonderen Anlässen trug, engt sie mit seiner festgeschnürten Corsage ein. Sie balanciert auf der vorderen Stuhlkante. Oder ist sie sich ihrer riskanten Lage bewusst und kontrolliert die Situation am Ende? Im 19. Jahrhundert sah man in dem Gemälde eine Frau, die mit den Männern spielt und gab ihm den Titel La Coquette.
Noch scheint die junge Dame jedenfalls nicht betrunken zu sein. Geziert präsentiert sie ihr Glas, ihre aufrechte Haltung ist kontrolliert, ihre Kleidung geordnet. Und welche Rolle hat der Mann in der Ecke hinter dem Tisch? Ist er der Begleiter zur Wahrung des Anstands, der abwesend auf das Ende des Besuchs wartet? Oder wurde er betrunken gemacht, damit das Paar unter sich ist? Der Genuss von Wein, gewürzt mit dem Saft der Zitrusfrüchte, war üblich und an sich noch kein Zeichen für den Sittenverfall. Für junge Damen am hellen Tag war er allerdings nicht vorgesehen. Dazu kommt eine Anspielung an den verpönten Tabakkonsum. Das eingerollte Papier auf dem Tisch erinnert an eine Tabakstüte, auch wenn eine entsprechende Tonpfeife nicht zu finden ist. Man kann das Bild auch als kritische Beobachtung einer neuen jungen Elite verstehen. Sie führte ein Luxusleben mit jenem Wohlstand, den die Eltern mit Mühe und strenger Lebensführung erarbeitet hatten. Unser Bild fällt auf das Herrenporträt an der Rückwand des Raumes. Er trägt die strenge, dunkle Kleidung, wie sie ein, zwei Generationen zuvor üblich war. Ein deutlicher Gegensatz zu den modisch und teuer gekleideten jungen Leuten. Vielleicht ist es ein Ahnenbildnis, das einen Vorfahren der hier Agierenden zeigt. Zuletzt wurde sogar vorgeschlagen, dass hier eine Übungsstunde zu sehen sei, bei der eine junge Dame elegantes Verhalten trainiert, um gerüstet zu sein für den Auftritt bei gesellschaftlichen Anlässen der Oberschicht. Ein Schlüsselmotiv für die Ambivalenz der Deutungsmöglichkeiten ist die Wappenscheibe. Hier findet sich auch die Signatur des Künstlers. Das Bild im Zentrum zeigt eine stehende Frauenfigur, die ein Familienwappen an Bändern vor sich hält. Zeitgenossen erinnerten sich jedoch an die sinnbildliche Darstellung des abstrakten Begriffs der Mäßigung, verkörpert durch eine Frauenfigur mit einem Pferdezaumzeug in der Hand. Vermeer spielt bewusst auf das bekannte Motiv an, als sei mit dem Fenster die moralische Warnung gegen Ausschweifungen in die Szene eingeblendet. Tatsächlich ist aber kein Zaumzeug zu sehen. Stattdessen existierte in Delft ein Haus mit diesem Familienwappen, das sich eben so wie das Herrenporträt als Hinweis auf solide Familientraditionen lesen ließe. Der Dreiklang der Primärfarben Rot, Blau, Gelb beherrscht nicht nur die Wappenscheibe, sondern auch die gesamte Interieurszene, fast wie ein Echo. In einem Emblembuch sollte wenig später eine Buntglasscheibe als Symbol für den gefärbten Blick dienen. Übertragen könnte man sagen: Wie wir ein Kunstwerk verstehen, wird von unserer persönlichen Einstellung beeinflusst. Die Farbe ist für Vermeer das eigentliche Ausdrucksmittel, ihr verleiht er neue Qualität. Das brillant leuchtende Rot des Kleides erhält seine Plastizität durch eine Untermalung der Faltentiefen mit dem teuersten aller Farbpigmente, leuchtend blauem Ultramarin. Bestechend ist Vermeers genaue Beobachtung farbiger Reflexe. Während er eine Ärmelspitze des Mädchens in Gelb anlegt, verleiht er der anderen einen bläulichen Schimmer mit Ultramarin. Das sieht man auch auf dem weißen Delfter Krug, auf der Serviette oder dem Kragen des Mannes. Selbst die Rückwand des Raumes ist mit größtem Aufwand gestaltet. Mehrere halbtransparente Farbschichten in Grau, Ocker und Blau liegen übereinander. So streicht nun das Tageslicht weich über diese Fläche. Lichtperlen, plastisch aufgesetzte helle Farbtupfer, die das Licht aus sich heraus reflektieren, setzen Akzente. Weiche Übergänge statt harter Konturen zwischen den Dingen entsprechen der Unschärfe unseres natürlichen Sehens. Die Sensibilität Vermeers für optische Erscheinungen entwickelte er vermutlich durch die damals aufkommende Camera Obscura, einen Vorläufer der Fotokamera. Gerade in Delft experimentierten Forscher mit solchen optischen Geräten. Mit ihnen ließ sich die Welt mit neuen Augen sehen. Der Blick auf Vermeers Malerei bietet auch für uns immer wieder ein neues Erlebnis des Sehens. Besonders schön lässt sich das vor Ort beim Betrachten des Originals erleben.